Im Alter schauen wir gerne auf das, was war und auf das, was kommt. Mit dem guten Gefühl und dem Wissen, alles geregelt zu haben. So wie Petra und Martin. Sie haben zwar keine Kinder, dafür ein großes Herz. Deshalb haben sie sich entschlossen, die Hälfte ihres Erbes mehreren gemeinnützigen Organisationen zu vermachen. Petras jüngerer Bruder bekommt die andere Hälfte und das Haus. Sollte er das Erbe nicht antreten können, geht sein Anteil an eine Organisation, die ihm schon immer am Herzen lag. Und Gutes tun, das will auch Maria. Sie setzt sich für andere ein, denen es nicht so gut geht. Weil sie das Leben so reich beschenkt hat, sagt sie. Obwohl ihr Ehemann viel zu früh genommen wurde. Wenn sie ihm einmal folgt, geht ihr Erbe nicht an den Staat oder einen entfernten Verwandten, sondern an eine gemeinnützige Organisation. So kann sie auch über ihr Leben hinaus Gutes tun. Und weiß schon heute, dass dann alles geregelt ist, bis hin zur Grabpflege. Regeln Sie jetzt Ihren Nachlass. Blicken Sie entspannt in Ihre Zukunft und tun Sie Gutes über Ihr Leben hinaus.